will dich. Du bist charmant, intelligent, du hast ein gutes Herz und das solltest du alles viel öfter gesagt bekommen. Aber mir ist noch etwas wichtig. Mir ist wichtig, dass du weißt, dass ich nichts damit bezwecken will. Ich sage die Dinge, weil ich sie sagen will, weil sie meine Wahrheit sind. Du bist wunderschön und du darfst dazu stehen. Wann hast du das letzte Mal eine Frau emporgehoben? Nicht ihr ein Kompliment gemacht, ihr Mut gemacht, ihr ein Stückchen Selbstvertrauen abgegeben, ihr das Gefühl gegeben, dass sie genauso wie sie ist, richtig ist und gesehen werden darf. Wenn du das so sagst, kann sie dich gar nicht nur als besten Freund wahrnehmen. Mit dieser Eigenschaft sieht sie dich als den Mann, der sie als Frau wahrnimmt. Was ich dir in diesem Video verrate, ist die einzige Eigenschaft, die sie schon immer von dir wollte. Die Eigenschaft, nach denen sich Frauen sehnen. Kein Getrickse, keine Manipulation, keine bescheuerten Sprüche. Und dazu musst du verstehen, dass wir Männer ein Problem haben. Warum schämen wir uns so sehr, davor unsere echten Bedürfnisse zu teilen? Vielleicht spürst du auch diese Berufung, für sie da zu sein, für andere da zu sein. Du darfst nicht vergessen, sie will nicht, dass du dich für sie aufopferst. Was sie will, ist sowohl vom ersten Kennenlernen an, von der Sekunde, wo ihr euch das erste Mal seht, bis nach jahrelanger wunderschöner Ehe, immer wieder, dass du für sie da bist und dass du emotional unabhängig bist. Aber emotionale Unabhängigkeit bedeutet nicht, dass sie dir egal ist. Und das ist genau das Problem. Ein Mann, der Bedürfnisse hat, sich für diese Bedürfnisse niemals entschuldigt und immer für seine Bedürfnisse einsteht. Und unsere Bedürfnisse sind nicht nur Sex. Unser Bedürfnis ist es, frei zu sein. Ist es, ein guter Mensch zu sein? Es ist, eine Partnerin zu finden, mit der du auf Augenhöhe bist. Es ist natürlich auch verlässlich zu sein, ein guter Kerl zu sein. Aber es ist auch, diese Nähe zu wollen. All das macht dich zum Mann. Wenn du eins von diesen Dingern ausklammerst, wird sie das merken. Sie spürt es. Wenn wir uns in unserem Körper als Mann gut fühlen, uns nicht dafür schämen und furchtlos einer Frau sagen können, dass sie uns gefällt, dass wir dabei spielerisch sein können, ohne auf irgendeine Reaktion von ihr zu warten oder darauf zu hoffen, dass sie gut reagiert, ohne irgendetwas zurückzuverlangen. Wenn wir ihr Bestes im Sinn haben und es auch ohne Hemmungen aussprechen können, dann sind wir das Attraktivste, was diese Frau jemals begegnen wird. Und das Verrückte ist, dann wird sie sich mit niemand anderem fallen lassen wollen, als mit dir. Ich rede davon, diese Verehrung gepaart mit Unabhängigkeit für sie einzustehen. Wir haben Bedürfnisse und wir sind frei. Wir brauchen nichts. Diese Eigenschaft macht dich einzigartig und die hast du. Und jetzt reden wir darüber, wie du sie zeigen kannst, sodass sie es auch spürt. Ein guter, mutiger Mann zu sein, der uneigennützig ist und unabhängig für Frauen da ist, der ist verdammt selten. Das ist für sie der perfekte Mann und der steckt in dir. Du hast schon längst alles in dir drin, um diese Version deiner selbst zu werden. Das ist schon längst alles da. Aber uns fehlt allen manchmal der Mut dazu. Ich weiß. Worum es wirklich geht, ist Selbstvertrauen. Und das haben wir schon immer gespürt. Das wussten wir schon immer. Aber können wir Selbstvertrauen bekommen? Natürlich. Genauso wie du es ihr ein Stück weit geben kannst, können auch wir Selbstvertrauen bekommen, wenn wir jemanden haben, der an uns glaubt. Du gewinnst Selbstvertrauen zum einen dadurch, indem du von außen ermutigt wirst. Wie ein stolzes Elternteil, das dich immer wieder als Kind gelobt und geliebt hat. Indem wir positive Erfahrungen sammeln und positive, neutrale oder sogar negative Erfahrungen auch positiv werten. Denn das ist die andere Art, wie wir Selbstvertrauen gewinnen können, indem wir es von innen heraus schöpfen. Viele Menschen lernen diese hohe Kunst erst im hohen Alter kennen, wenn sie es bereuen, dass sie das nicht schon früher gemacht haben. Das ist leicht gesagt und es ist nicht einfach, dahin zu kommen, wenn man niemanden hat, der einem zeigt, wie das geht oder wenn man von den Generationen vor sich nie einen Weg vorgelebt bekommen hat. Das mache ich für dich. Dafür bin ich da. Ich bin nicht der Held in dieser Geschichte. Du bist der Held. Das ist, was mein Team und ich schon seit 10 Jahren machen. Wir geben dir einen Leitfaden, mit dem du deinen eigenen Mut, dein Selbstvertrauen und die Liebe zum Lieben auch wiederentdeckst
Aber das steckt schon alles in dir. Unabhängig zu sein, leichtherzig, zu flirten. All das konnten wir schon als Kinder. Eine Partnerin zu finden, auf Augenhöhe. Es ist dein Leben, deine Reise. Du wirst es schaffen, so wie die Tausenden von Männern vor dir, denen ich geholfen habe. Du wirst wunderschöne Erfahrungen machen. Und keine oberflächlichen One-Night-Stands, sondern tiefe Verbindungen mit Frauen. Und dabei wirst du die eine finden. Einer der Männer, Eugen, hat erst diese Woche nachgefasst, nachdem wir mit ihm im kostenlosen Erstgespräch gesprochen haben. Und er hat mir gesagt, dass eine Frau ihm den Satz gesagt hat: Danke, dass du auf mich zugegangen bist. Darum geht es doch. Das ist das Geheimnis, diesen Mut in sich wiederzuentdecken, einen Fußabdruck auf der Erde zu hinterlassen. Und sei es auch nur für die Menschen um uns herum. Wenn du nicht immer wieder dieselben Fehler wiederholen willst, nicht zu wissen, was du sagen sollst, dann möchte ich dir jetzt endlich dabei helfen, wie du zu deinen Bedürfnissen stehst, sodass jede Frau, mit der du redest, insgeheim mit dir schlafen möchte. Und die Frau, die du magst, auch mit dir zusammen sein will. Und einen ganz einfach zu befolgenden Leitfaden, um diese knisternde sexuelle Spannung mit einer Frau zu kreieren, den bekommst du ganz einfach in diesem Video.